live bei mir auf dem Kanal, diesmal mit einem wunderbaren Gast, nicht in Hollywood, aber diesmal gerade hier, macht dich noch ein bisschen frisch. Ich mach mir noch die Haare schön für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ne? Ehrlich. Herzlich willkommen, lieber Holger Bröhr, wunderbar, dass du hier dabei bist. Steffen, ich freue mich auch und ich habe mir extra die Haare gekämmt, weil wenn ich so du erinnerst mich immer ein bisschen an Michael Schanze, kennst du den noch? Michael Schanze? Nee. Den kennst du jetzt wirklich nicht? Ich glaube ehrlich nicht. Sag mal einen Kontext. Naja, der hat 1, 2 oder 3 moderiert, der hat aber auch Flitterabend, die Pärchen, die da heiraten wollen. Aber eigentlich, sag mal, bist du 19 oder wie alt bist du? Doppelt so alt wie 19. Aber ja, 1, 2, 3 Da musst du doch Michael Schanze kennen. Ich würde es jetzt googeln, wenn wir nicht gerade live wären. Hier so unterm Tisch heimlich. Also ich habe mir meine Haare schön gemacht, ja, weil wenn ich schon mal in Deutschland bin und wenn du mich einlädst, worüber ich mich gerade sehr freue, ich hoffe, es kommen nur gescheite Fragen, ja, und nicht so Fragen, muss ich denn Kunden anrufen, wenn ich für viel Geld im Vertrieb engagiert bin, ja? Guck mal, hier ist schon ja, genau, guck mal, Jürgen, Jürgen sagt gerade, der mit dem Plop, also der hatte unter anderem 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, Plop, das heißt Stopp, hat er ja gemacht. Das war ein Teil, aber er ist ja auch für eine damals noch das Format der großen Samstagabendshow, ja, die es ja gar nicht mehr gibt. Da hat er tatsächlich mitgemischt, der gute Michael. Aber wir wollen ja über Vertrieb sprechen, oder? Genau, wir wollen über Vertrieb sprechen. Und ganz kurz, bevor ich dich noch mal ein bisschen offizieller ankündige, möchte ich alle Zuschauer hier ganz herzlich begrüßen. Toll, dass ihr dabei seid und schon in die Kommentare schreibt. Ihr dürft uns auch gerne mal, also solche Sachen wie dachte Steffen viel zu jung, dürft ihr natürlich immer schreiben. Aber ihr dürft uns auch gerne mal schreiben, von wo ihr denn zuschaut, damit wir euch hier im Chatfenster sehen und sehen, wer von euch denn dabei ist. So, und da gleich wieder zum Start, so wie immer die Ankündigung, liebe Leute, das hier ist für euch. Also, der liebe Holger ist für euch hier, ja, und um euch Rede und Antwort zu stehen zu euren Fragen, was das Thema Vertrieb, Kaltakquise angeht, da haben wir jetzt wirklich einen super erfahrenen und offenen und charmanten Menschen hier, der Trevor aus Birmingham sogar, der super, super Rede und Antwort stehen kann. Und damit leite ich mal über, lieber Holger, du bist der Kaltakquise-Papst. 35 Jahre oder plus 35 Jahre Coaching steht bei dir im Profil. Das ist Wahnsinn. Da würde mich einmal interessieren, wie hat das Ganze für dich angefangen? Weil das habe ich ehrlich bei dir noch nie gesehen. Ich habe diese Gründungs- oder diese Startstory habe ich noch nie gehört. Hast du noch nicht meinen getanzten Lebenslauf bei der Firma YouTube gesehen? Da gibt es den. Nee, gibt es nicht. Ja, du musst dich aber auch als Michael Schanze-Imitator demnächst mal auf deine Kundschaft vorbereiten, ja, denn Planning does pay. Ja, wer so ein bisschen was weiß über seine Kundschaft, der kann da gleich ein bisschen warm ankern, ja. Aber das Format ist ja so gewählt, weil keiner weiß nichts von mir und ich soll möglichst viel erzählen. Ich wollte früher mal Mediziner werden, dann gab es aber einen tragischen Zwischenfall in unserer Familie. Und dann habe ich gesagt, naja, dann nutzt du das mal und wirst kein Mediziner. Und habe dann nach Schule, Studium, Beruf viel in England gelebt und im Ausland gelebt. Und irgendwann in den 80er Jahren bin ich zurückgekommen und habe bei dem Unternehmen Mannesmann Mobilfunk. Heute, ich weiß, Steffen, du bist jung, aber heute heißt das nicht mehr so, sondern heute heißt Mannesmann Mobilfunk wie? Richtig, Vodafone, genau. Aber zwischendurch D2, ne? D2 und dann Vodafone, oder nicht? Nee, die hießen immer Mannesmann Mobilfunk D2, ja. Ja. Das war so eine Marke, ne? Aber wir wollen ja die Zuseherinnen und Zuschauer nicht langweilen mit meinem Lebenslauf, aber schließlich und endlich bin ich da gelandet, habe viele, viele Jahre Kommunikation, Vertrieb gemacht, was mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, ja. Und habe dann kurz nachdem die große Übernahme von Vodafone kam, habe ich mich selbst und ständig eben draußen gequält. War zweimal pleite,
Hab meine Abfindung verloren, weil ich gedacht habe, das wirst du auch nicht wissen, Steffen, weil du jung bist, aber 1999 konnte man an der Börse eigentlich auch auf Werte setzen, spielte gar keine Rolle, eigentlich ging alles nach oben. Und just als Klein Holger mitspielen wollte, ja, kam dann der Börsencrash. Ja. Okay. Und so war ich da tatsächlich zweimal pleite, habe mein erstes Unternehmen gegründet, das hieß dann Breuer & Partner. Mittlerweile habe ich zwei Unternehmen auf zwei Kontinenten, zahle zweimal Steuern, fünfmal Steuern. Ja. Fünfmal, okay. Ja, weil du musst natürlich als natürliche Person und als Unternehmen immer Steuern zahlen. Und das, weil ich so ein Konstrukt mit GmbH und Co. KG habe, muss ich das in zwei Ländern dreimal machen. Bitte komme zur Sache, weil Iris, Viktoria, München, Düsseldorf, ihre Heimatstadt, das ist schön, da war ich auch lange am Seestern. Genau, okay, mein Lieber. Kommen wir zur Sache. Also erstmal an euch da draußen, ihr lieben Zuschauer. Habt ihr Fragen zum Thema Kaltakquise, die ihr dem Holger gern um die Ohren hauen würdet? Ihr könnt auch den Businessbezug von euch gerne dazu stellen. Solange ihr eure Fragen nicht stellt, stelle ich meine, aber hier ist schon die erste vom Wolf Dieter. Ich lese sie einmal kurz vor. Die telefonische Erreichbarkeit im Vertrieb ist in den letzten Monaten teilweise brutal gesunken. Wie gehst du damit um, lieber Holger? Ist mir völlig egal, weil das war schon immer so. Das war schon immer so. Ich meine, wenn jetzt, du musst halt, ich meine, was ist die Idee hinter unserem Job, ja? Am liebsten würden wir einen Menschen anrufen, der geht ans Telefon, dann schicken wir den Blinden nun mit dem Vertrag, ja? Und mittags gehen wir dann irgendwie, was weiß ich, Sport machen oder ins Schwimmbad, ja? Natürlich ist die Erreichbarkeit gesunken und niemand hat auch Bock auf uns. Und die Quote, bis wir jemanden erreichen, bis wir ein Erstgespräch haben, bis wir zum Entscheider kommen, bis wir ein werthaltiges Gespräch machen, bis wir eine vernünftige Wiedervorlage machen, das ist eine Quote, die ist nicht mehr so wie früher, aber das ist nun mal so. Ja, wie gehe ich damit um? Ist mir völlig Wumpe. Ja? Die Quote heißt ja nun mal nicht 1:1, sondern die Quote heißt 150:1. Oder anders, ich habe neulich in Hamburg bei meinem Lieblingskunden gefragt, was heißt eigentlich Akquise? Ja? Ich sage ja, es gibt keine Akquise, aber was heißt eigentlich Akquise? Und vom Wortstamm bedeutet Akquise die Summe aller Maßnahmen, einen Kunden zu gewinnen. Ja? Und wenn die Summe aller Maßnahmen ist, 10-mal anrufen, 20-mal anrufen, 30 Brieftauben schicken, 5-mal noch was, was ich ihn auf eine Pizza einladen, 12 Social Kontakte, I don't know. Ja? Dann ist das nochmal so, aber das ist unser Job. Lieber Wolf. Ja. Super spannend. 150:1 hast du erwähnt. Kannst du das nochmal genau kurz erklären? Ja, was möchtest du denn da wissen? Wofür steht das 150 und wofür das 1? Die 150 stehen für 150 Bruttokontakte. Hör genau hin, weil das ist ein bisschen tricky. 150 Bruttokontakte, die es im B2B-Bereich aktuell braucht, um einen Kunden zu gewinnen, / eine Rechnung zu schreiben. Jetzt sagt natürlich wieder, ja, was heißt das denn? Muss ich jetzt 150 Mal einen Kunden anrufen? Ja, das kann es heißen. Es kann aber auch heißen, dass du 150, was weiß ich, vernünftige Briefe schreibst, Postkarten schreibst, dass du eine Mischung machst aus, wie auch immer du deine Kontakte erreichen willst. Aus den 150, nehmen wir mal an, du nimmst 150 Mal den Hörer in Hand, was am Anfang jeder selbst sowieso machen sollte. Dann, was passiert natürlich? Natürliche Auslese, 75 haben keinen Bock auf dich. Also 150 zu 75. Mit 75 telefonierst du, führst ein sogenanntes Erstgespräch. Aus den 75 bleiben aber nachher nur 30 oder 35 hängen, die für ein Zweitgespräch taugen. Von den 30, 35 geht es nachher runter auf 15, die vielleicht ein Angebot von dir haben möchten. Aus den 15 werden nachher nur noch 7 und die 7 Leads, die in der heißen Phase von dir durchqualifiziert wurden, ergeben statistisch gesehen ein Auftrag. Jetzt hat der schlaue Verkäufer hat ja oder Manager müsste jetzt eine Frage stellen. Nicht 150:1, okay, das ist simple Mathematik. Jetzt muss ich nur noch einen fleißigen Verkäufer finden, der das auch tut. Die Frage ist noch, in welchem Zeitraum? Okay, und das vergessen viele Manager, weil die sagen, hey, ich habe ja von Bröhr seine Bücher gelesen und der sagt 150:1, nicht weil er es erfunden hat, sondern weil es so ist. Du, bist du bereit, das zu machen? Ja, okay, bin ich bereit. Er vergisst aber zu sagen, dass du das auch in einer bestimmten Zeit und die Zeit gibt ein bisschen das Unternehmen vor. Das kann sein, wenn du einen Auftrag pro Tag brauchst, dann musst du halt 150 Kontakte machen. Ja. Jetzt warte ich eigentlich auf die Mutter aller Fragen, die da heißt, ehrlich, muss ich 150 Kontakte machen? Ja, ist das nicht ein bisschen anstrengend und wie lange muss ich das denn machen?
Weißt du, wenn es mich nicht geben würde, wenn es kein Coach der Welt draußen geben würde, wenn es kein Trainer, kein Mentor, kein Webinar geben würde, aber wenn es nur dich gibt, Steffen, nur dich, und du bist bereit, für deinen Job alles zu tun und einen Auftrag zu holen, dann machst du am Tag 1 150 Kontakte, an Tag 2 vielleicht auch noch, an Tag 3 aber nicht. Weißt du auch warum? Weil ich mit den anderen ja auch spreche, also weil ich mich um die anderen noch kümmern muss dann im Nachgang. Nee, hat noch einen anderen Grund. Weil ich Kunden gewinne und arbeiten muss. Nee, weil du besser wirst, weil du keinen Bock auf Schmerzen hast. Okay. Weil du besser wirst. Du hast keinen Bock auf 150 zu 1. Jetzt kommt aber noch eine bittere Erkenntnis. Und die Erkenntnis heißt, dass 48% aller Sales, 48% aller Menschen, die im Sales sind, hören nach dem ersten Pitch auf. Ja. Das heißt, sie sagen, hey, Herr Wetzel, wäre es nicht grundsätzlich interessant für Sie, wenn wir mal zusammen Ihr Michael Schanze gucken? Ja, und dann meldest du die nicht, und was machen die? Die melden sich auch nicht mehr. Wir wissen aber, und da gibt es hinlänglich wissenschaftliche Erfahrung, Thema Vertrauen, wir wissen aber, der Mensch kauft erst nach dem fünften bis zwölften Kontakt, Touchpoint, was auch immer. Ja. Das heißt, das kennen wir doch privat. Wenn Steffen abends in eine Disco geht und sagt, hey, ich habe mal Bock, mit jemand anders nach Hause zu gehen, dann kannst du das natürlich mit Versuch und Irrtum machen, 150 Frauen anquatschen, aber irgendwann denkst du natürlich, Moment, vielleicht verändere ich meine Ansprache. Ja, vielleicht sucht die Frau auch jemand, der sein Wort hält. Vielleicht gehst du erstmal mit ihr dreimal weg, kaufst dir ein Eis, bis sie dir wirklich glaubt. Okay, finde ich ein schönes Beispiel aus der Sozialakquise, wie das ja gerne mal genannt wird. Ne? Wird das so genannt? Weil ich sag, es gibt keine Akquise, es gibt eben nur menschliche, aufrichtige, faire Kommunikation. Das ist mit ein Grund, warum ich dich so gerne hier im Interview haben wollte, wegen dieser auch teilweise brutalen Ehrlichkeit. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal auf die nächste Frage ein, die kam, lieber Holger. Die ist vom Jürgen. Der Jürgen fragt, ich habe heute erst 49 Bruttokontakte auf meinem Kicker. Schaffe ich den 50. Oh, jetzt mache ich auch was gefasst, lieber Jürgen. Ja, weiß ich doch nicht. Nimm Hörer in die Hand und ruf noch. Was weiß ich? Herrschaft zeigt, was ist das für eine Frage? Jürgen, schau mal, das hier kostet 3,95 und das kriegt jeder Mitarbeiter von mir. Das ist das kleinste CRM-System der Welt. Ihr könnt auch eins von SAP kaufen oder könnt euch auch sonst was für ein Schnulli besorgen, aber hier drückst du drauf. Ja, jedes Mal, wenn du mit jemandem sprichst, drückst du hier drauf. Okay? Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du da nicht 50 Kontakte am Tag drauf hast. Wenn es nur 49 sind, dann fehlt dir einer zum Erfolg. Aber ich kann dir auch garantieren, wenn du am nächsten Tag anfängst, hast du höchstwahrscheinlich ein, zwei, drei Wiedervorlagen produziert. Ja? Oder du wirst immer besser. Und deine Hitrate, so nennt sich das in der Kommunikation, die ist nicht mehr 50 zu 0. Vielleicht ist die irgendwann mal 40 zu 3 oder 37 zu 4. I don't know. Warum wissen die meisten Menschen, warum kennen die ihre Hitrate nicht? Also beim ersten Mal aufhören. Kennst du die Geschichte, wusstest du, dass alle Sportstudios dieser Welt fürchterlich überbucht sind? Steffen, wusstest du das? Ja. Woran liegt das? An dieser kurzfristigen Motivation. Sie wissen, die Leute kaufen, haben ihr Ego beruhigt und dann kommen sie irgendwann nicht mehr. Ja, es ist eigentlich noch ein bisschen trauriger. Ne? Also sagen wir mal so, 20 Jahre Pizza und Netflix, ja. Und du bist halt ein träger, fauler Sack geworden. Dazu wiegst du noch zu viel. Und dann sagt man sich, komm, jetzt schleppe ich mich mal in den Sportstuhl. Dann gehen die Menschen trainieren, machen eine Übung, gehen abends nach Hause und sagen, ich sehe gar nichts. Ah, okay. Ja, dann schaffen sie es vielleicht noch ein zweites Mal. Und beim zweiten Mal sagen sie, ich sehe ja immer noch nichts. Ja, keep in mind, ja, vorher 10 Jahre auf dem Sofa Pizza gegessen, okay? Nach dem dritten Mal sehen sie immer noch nichts und sind da frustriert und hören auf. Alle Sportstudios sind überbucht. Wenn alle, die ein Ticket hätten für ein Sportstudio, da wären, ja, wäre das proppevoll. Menschen zeigen dir in ihren Handlungen immer daran, woran sie glauben. Und jemand, der ein Sportstudio bucht und abnehmen will, aber nicht hingehen, der glaubt eben nicht an sich. Okay, obwohl genau wissen, nach dem dritten Mal siehst du nichts, nach dem fünften Mal siehst du nichts. Aber ich kann dir sagen, höchstwahrscheinlich nach dem 30. Mal oder 40. Mal. Und mit der Akquise ist genau dasselbe. Mit Frauen ansprechen ist genau dasselbe. Nicht beim ersten Mal, aber vielleicht beim zweiten Mal oder beim dritten Mal. I don't know, okay? Aber du kannst doch nicht erwarten, dass du einen Kunden anrufst und sagst, guten Tag, mein Name ist Pimpelhuber, wäre das grundsätzlich interessant für Sie, dass Sie mir Ihr Geld geben und ich Sie jetzt langweilig vollquatsche. Du kannst doch nicht erwarten, dass das funktioniert. Nee, ist schwierig.
Ja. Das ist schwierig. Ich mich schon wieder auf, Steffen. Ja, das haben wir gar, das habe ich gar nicht beabsichtigt. Es tut mir total leid. Ah, heute ist das wohl. So, ich muss ja auch sagen, du, ich habe, was mit einer Motivation war, dich hier einzuladen, ist, ich mache ja das Thema LinkedIn. Schön und gut. Aber wir beide hatten ja das auch, Thema auch im Vorgespräch. LinkedIn oder die ganze Onliner-Krise, da wird der Daniel, der gerade dazugekommen ist, uns auch zustimmen, spricht uns nicht frei davon, einfach mal den Hörer in die Hand zu nehmen und die Leute anzurufen oder zumindest öfter zu kontaktieren und bestimmte Dinge zu machen. Und ich finde, du kannst das extrem gut rüberbringen. Ja? Steffen, schau mal, dass wir überhaupt darüber reden müssen, zeigt mir, dass irgendwelche Leute permanent in die Welt setzen. Du kriegst eine Firmenkarre, du kriegst Amenities, du kriegst 3.500, 4.000, 5.000 Fixgehalt, du kannst ein paar Provisionen verdienen und dein Job ist, weiß ich nicht, den würfeln wir jeden Tag neu. Nimm mal irgendeinen Beruf, nimm mal einen Handwerker, nimm mal einen Bäcker, nimm mal einen Piloten, nimm mal von mir aus einen Herzchirurgen. Ich kann doch jetzt nicht morgens in die Uniklinik gehen und sagen, guten Tag, wo ist denn die OP? Ja, worum geht's denn? Ja, ich wollte mal operieren. Wieso? Ja, ich hab ein bisschen was darüber gehört. Ich wollte mal so ein bisschen, aber in keinem Fall. Umgekehrt, glaubst du, der Herzchirurg geht morgens in die Klinik und sieht auf seinem OP-Plan, heute muss ich einmal ein Herz machen, heute muss ich ein Appendix machen, heute muss ich Tonsillitis machen, und guckt er sich das an, dreht sich um, geht in sein Büro und dödelt bei LinkedIn rum. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das geht. Aber im Vertrieb bilden die Leute sich immer ein, sie könnten irgendwas, gehen in irgendein Unternehmen und meinen, sie könnten plötzlich Vertrieb oder hätten eine Ahnung von Kommunikation. Und der zweite Irrglaube ist, die würfeln sich ihren Job immer neu. Ja, muss ich denn wirklich dies, muss ich denn wirklich, hey, dein Job ist es, Kunden zu holen und zu halten. Amen. Ja. Das ist dein Job. Ja. Das kannst du mit LinkedIn machen, das kannst du mit einer Brieftaube machen, du kannst auch hinfahren oder mit dem zu einer Pizza essen einladen. Ist doch scheißegal, die Möglichkeiten sind doch heute unfassbar schön. Aber es ist dein Job. Dein Job ist es, Kunden zu holen und Kunden zu halten. Das war's. Ja, wie oft denn? I don't know. Wenn du halt ein langweiliger, introvertierter Typ bist, aber du willst unbedingt Vertrieb, musst du vielleicht 150 Kontakte machen. Ich nicht. I don't know. Aber es ist dein Job. Ja, okay. Sehr gut. Also das und tu das, was nötig ist einfach, ne? Für dieses Ziel. Ja, aber nochmal, Steffen, du kannst dir doch nicht immer deinen Job neu überlegen. Es gibt keinen geileren Job als Kommunikation, / Vertrieb, weil wir so viel Freiheiten haben, weil wir so unfassbar viele Möglichkeiten haben. Die haben andere nicht. Weißt du, der Bäcker muss morgens um 3 oder 4 in der Backstube stehen, der hat ein Rezept, der muss dort Brot backen, damit das vorne verkauft wird. Der kann sich das nicht morgens immer neu überlegen. Der kann auch nicht sagen, ich mache jetzt 2 Stunden Pause und gehe erstmal bei Xing irgendwelche Pitche machen. Oder ich gehe erstmal mit dem Kaffee zum Kollegen und erzähle, was weiß ich, dass mein Elektrofahrzeug nur 250 Kilometer fährt. Ja. Das geht nicht. Die Brote müssen raus. Warum müssen wir im Vertrieb immer darüber reden? Muss ich wirklich Kunden anrufen? Und wenn ja, wie viele denn? Und im Moment sind die aber schlecht zu erreichen. Ja, ist auch ein bisschen warm draußen im Moment. Ach, ich weiß auch nicht. Ist alles ein bisschen viel im Moment, ne? Ja. Boah, okay. Schlecht. Ja, komm, wir beruhigen uns mal wieder kurz. Ja, bitte. Nimm mal einen Schluck Kaffee. Das hilft. Die Tasse hat der Holger mir übrigens vorher gezeigt, da steht drauf, Kaffee gibt es nur, könnt ihr das sehen, Kaffee gibt es nur für Verkäufer mit Abschlüssen, so. Ja, ist das. Ja. Nein, kaufen die Leute immer mit dem Kaffee weg, ohne Umsatz, muss auch bezahlt werden. Ja, nee, so geht das nicht. Frage, so. Ich verfolge dich auch ein bisschen, deshalb, ich bin ja auch zugegebenermaßen ein großer Fan. Da habe ich neulich was gelesen bei dir, dass ein Kunde eine Strategie von dir ganz konsequent umgesetzt hat und da haben sich die Ergebnisse einfach der hat dich massivst gelobt in einem Post, wenn ich mich recht entsinne. Und da spielten so ein paar Zahlen eine Rolle, das waren 3, 4. Ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau daran, was da drin vorkam. Würdest du diesen Tipp oder was auch immer du mit diesen Menschen gemacht hast, was deine Ergebnisse so verbessert hat, einmal hier mit unseren Zuschauern teilen?
Bist du jetzt Fan von mir oder nicht, wenn du dich nur so halb erinnerst? Ja, ich weiß, welchen Post du meinst. Es hat tatsächlich, das hat mich auch riesig gefreut, weil ich, ja, du musst schon aufpassen, was du mir für Fragen stellst. Ich frage auch manchmal zurück, wenn ich was nicht verstehe. Ja. Du meintest dreimal vier Methode oder 4+4+4. Also nehmen wir mal an, du hast schon ein paar Jahre Vertrieb auf dem Buckel. Ja? Vertrieb funktioniert. Versuch dich nochmal daran zu erinnern, was ich dir eben gesagt habe. Hört auf, euren Job jeden Morgen selbst zu würfeln. Okay? Ja. Ist das, was wir machen, anstrengend? Ja. Ist das wunderschön? Ja. Hast du beim ersten 10, 20, 30 Kontakt? Nein, Erfolg? Nein, hast du nicht. Aber hör auf, dir jedes Mal neu zu überlegen, was dein Job ist. Es ist einfach Kunden holen und halten. Und für die, die ein bisschen geübt sind, die sollen ja nicht als Callcenter verkommen. Die sollen ja wirklich nicht da sitzen und jeden Tag die gleichen 150 Cold Calls machen, dass sie so, das will ich auch nicht. Also ihr werdet aber sowieso automatisch besser, weil ihr aus diesem Schmerz der Ablehnung natürlich natürlicherweise raus wollt. Da müsst ihr keinen Coach für bezahlen. Und dann habe ich das irgendwann mal komprimiert und habe gesagt, schau mal, wenn deine Qualität wirklich gut ist und wenn dein Mindset, ja, beschissenes Wort, aber wenn du wirklich willst und nochmal, deine Taten, das, was du zeigst, was du wirklich tust, das zeigt jedem, deinem Vorgesetzten und dir selbst und deinen Bekannten und deinen Teammembern, das zeigt denen, woran du wirklich glaubst. Gehen wir mal davon aus, du glaubst an dich und deinen Erfolg. Dann wirst du irgendwann zum Punkt kommen, wo deine Kommunikation auf den Punkt viel, viel klarer, viel, viel deutlicher, viel, viel besser ist. Und da habe ich das System 4+4+4 erfunden. Ich habe gesagt, du rufst jeden Tag, eine Stunde investierst du in die Neukundengewinnung. Du rufst jeden Tag 4 komplett neue Kunden an. Ja, dann nimmst du 4 Wiedervorlagen, die du schon immer mal anrufen wolltest, von gestern, vorgestern oder letzter Woche. Und dann machst du 4 Social Pitches. Ich habe zum Beispiel zum Thema Social Pitcher habe ich für mich jetzt Loom entdeckt. Schreibt mal auf, wie der Webstuhl, LOOM. Eine wunderbare Videoplattform, ja, wie du 30 Sekunden ganz tolle Videopitche sehr persönlich machen kannst. Und wenn du 12 Pitche jeden Tag raushaust, jeden Tag, any given day, eine Stunde, mach von mir aus den Rest, was weiß ich, stehst am Webergrill, Kiste Paderborner, was weiß ich. Aber investier doch bitte eine Stunde in dein wirtschaftliches Überleben. 4 neue, 4 halb bekannte Leads und 4 Social Leads. Aber die machst du schön. Da machst du nicht mit Copy und Paste, sondern Loom. Da spricht man da die Leute persönlich an. 4, das kriegt man in einer Stunde, kriegt man diese 12 hin. Eine Stunde. Und wenn du wissen willst, was eine Stunde digital oder Arbeit bei dir bedeutet, guck mal auf dein Handy, geh in dein iPhone und guck dir mal deine Bildschirmnutzungszeit an. Da steht im Moment bei den meisten Menschen pro Tag circa 7 Stunden. Und jetzt wolltest du mir erzählen, du kannst nicht eine Stunde für dein wirtschaftliches Überleben investieren. Komm. Ja, absolut. So, und wenn man das tut, da sind auch viele Unternehmen schuld und viele Führungskräfte. Da wollte ich vorhin noch hinaus, Steffen, es gibt keine Systematik in der Neukundengewinnung. Weil das Unternehmen auch nicht sagt, pass auf, wir möchten, dass du diesen bestimmten Rhythmus, der Bäcker backt ja auch nicht sein Brot jeden Tag neu, sondern er hat ein Rezept, okay? Und der Pilot weiß auch, wie Fliegen funktioniert. Und wenn du irgendwas bastelst oder was schweißt, weißt du auch, wie es funktioniert. Und im Vertrieb brauchst du eine Systematik. Mindestens, wenn du frisch anfängst, fängst du mit 50 Calls an, machst mindestens 150 Mal die Woche so halbkalt und irgendwann, wenn du besser wirst, machst du 4+4+4. Systematisch. Okay, super. Keiner fragt, warum. Warum diese Zahl oder warum 4+4+4? Warum Systematik? Warum Systematik? Ja. Ja. Ich dachte, ich sollte jetzt fragen. Aber nein. Frag mich mal, warum systematisch? Warum denn systematisch? Ja, weil wenn ich dir jetzt sage, mach mal etwas auf etwas, das du keinen Bock hast. Ja, du weißt aber, du musst es tun, sonst geht die Welt unter oder der Firmenwagen ist weg. Dann tut dir das weh, du quälst dich. Du quälst dich ins Sportstudio, du quälst dich vom Stehpinkler zum Sitzpinkler zu werden. Ja, du quälst dich einfach. Wenn du aber eine bestimmte Sache wirklich 67 Mal getan hast in Folge, dann fängt an, deine Rübe dir zu glauben. Dann sagt deine Rübe, der Steffen meint es ernst. Und dann wird aus einem Störfaktor, aus einem ich habe keinen Bock, eine liebgewonnene Routine.
Und Routine erreicht man dadurch, indem man immer etwas tut. Wir alle, die hinhören, alle, die mitlesen, ja, die hat alle irgendwie so eine Routine, irgendwie etwas, was ihr immer macht. Ja, Systematik, ja. Damit du nicht ausbrichst aus deinem Hamsterrad und Fleiß zeigst. Ja, Jürgen, noch etwas einfacher. Unsere Rübe glaubt dir nicht, wenn du nur einmal ins Sportstudio gehst. Deine Rübe glaubt dir auch nicht, wenn du dich einmal überwindest, eben Kunden anzurufen. Dann sagt deine Rübe, oh, das hat ein bisschen wehgetan, das möchte ich nicht nochmal machen. Ich möchte wieder mit dem Daumenlutschnerweise Netflix gucken. Also musst du dich schon ein bisschen quälen, okay? Aber es ist dein Job. Es ist doch unser Job. Ja, und gerade bei allen Selbstständigen ist es halt ein wichtiger Bestandteil vom Job, wo es viele, viele Facetten gibt, die man nutzen kann, um sich davor zu drücken, sage ich mal. Ne? Also das Netflix dann bei der Arbeit. Genau. Ja, ich meine, wir kennen, nochmal, ist das beim Piloten, der dich nach Malle fliegt, möglich? Nee. Auch der Herzchirurg kann nicht zwischendurch, was weiß ich, gucken, was bei Netflix los ist. Geht nicht. Warum müssen wir immer darüber reden, dass jemand, der in der Kommunikation ist, die Kommunikation mit sich und anderen verweigert? Was ist das für eine Frage? Ich verstehe das nicht. Es gab ja einen Kommentar zwischendrin von der Iris Victoria. Lieber Holger, für mich wirken deine Worte so, als ob du deinen Job nicht wirklich gerne machst. Das weiß ich nicht. Doch, oder? In meiner Wahrnehmung ist es an der Zeit für eine andere Art von Kommunikation, wahrscheinlich auch für eine neue Art von Akquise. Ich dachte, hier steht, dass du ihn gerne machst. Aber du machst ihn doch gerne. Schau mal, eine neue Art der Akquise, das sage ich seit ungefähr 35 Jahren. Ich sage, es gibt keine warme Akquise, kalte Akquise, lauwarme Akquise, Hot Knocking, Cold Calls. Es gibt Kommunikation. Denn schließe unendlich, überleg doch mal. Wir rufen fremde Menschen an und machen denen irgendwie ein faires Angebot, okay? Wir machen uns nicht die Hände schmutzig in der Werkstatt, ja, wir sitzen nicht in irgendeinem Amazon-Hochregallager, müssen irgendwas verpacken, sondern unser Job basiert zu 99,9% auf Kommunikation. Was ist denn jetzt Akquise und wann fängt die an, wann hört die auf? Ist es Akquise, wenn das Kind unbedingt was haben will, aus dem Quellekatalog was ausschneidet, das unter den Weihnachtsbaum legt und sagt, das hätte ich gerne? Ist das Akquise? Ist das eine Form von Kommunikation? Ist der Mann, der irgendwas von seiner Frau will und die Frau will es nicht und er rhetorisch geschickt das dann versucht doch zu bekommen? Ist das? Ich verstehe nicht, was mit dem Begriff Akquise immer, warum das so in Schmutz gezogen wird. Das ist die Summe aller Maßnahmen, einen Kunden zu gewinnen. Und jeder kann das machen, wie er möchte. Ja. Es gibt ja keine Akquise-Abracadabra, ja. Und wenn Menschen meinen, sie hätten den Eindruck, ich mache meinen Job nicht gerne, dann weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also das, was ich tue, erfüllt mich, ja. Und wenn das jemand anders wahrnimmt, dann ist das in Ordnung, weil ich sage immer, die Menschen haben freien Eintritt, haben aber auch freien Austritt, ja. Und ich bin so klar und so deutlich. Und wenn dann jemand spürt, er möchte nicht mit mir arbeiten, dann ist das doch in Ordnung. Ja, ich denke, es ist einfach diese Leidenschaft in dir, die hier so rauskommt und brennt und hinter diesem, also ich bin ja sehr sicher, dass du dahinter das Beste einfach für deine Kunden willst und deshalb diese Kraft dahinter steckt, die man hier so spürt, ne? Die Truth, so. Ja. Kannst du das lesen? Ja, Truth, ich kann es auch vorlesen kurz. Je ehrlicher du bist, desto anziehender wirst du. Wirkst du? Weißt du, wir sind alle, liebe Zuseher und Zuhörer, wir sind alle Fühlwesen. Wir werden geboren mit einer Million von Antennen. Und dann sorgen Kindergarten, Grundschule, Gesellschaft dafür, dass wir manchmal nicht so ganz mitkriegen, was der andere wirklich will. Oder dann sind wir bei uns selbst sehr nah oder wir sind mit uns selbst ein bisschen disconnected. Aber egal aus welcher Bildungsecke du kommst, wir fühlen einander. Das siehst du gerade daran, dass die Iris klar sagt, in ihrer Wahrnehmung, sie nimmt also wahr, ich wäre so und so und so und so. Das heißt, ich bin gar nicht mit ihr im selben Raum, aber jeder hat so einen Eindruck von mir. Jeder hat so einen Eindruck von Steffen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn ihr das doch wisst und wenn ihr das doch fühlt, dann geht doch vernünftig mit den anderen um, mit den Leuten um, die ihr als Kunden gewinnen wollt. Seid doch ehrlich. Weil alles, was ihr versucht zu faken, alles, was ihr versucht als Rolle zu spielen, das fällt doch eh auf. Das merken die doch eh. Ja, absolut.
Absolut. So, jetzt gab es ja gerade noch kurz einen Beitrag von der Sina zum Thema, das Gehirn braucht Routinen, egal wie minimal die am Anfang erscheinen, nach 66 Tagen, das kennen die auch, das ist ein Durchschnitt aus. 67 Tage, ja, 67 Mal müssen die Gehirnzellen sich unterhalten, das nennt sich Fire and Wire, ja, bis praktisch ein Netzwerk dann entsteht. Vorher sagt die eine Gehirnzelle, hey, der Steffen will wieder in Sportschuh, dann sagt die andere, ach komm, macht er sowieso nicht, ja, und da entsteht noch keine Verknüpfung. Aber wenn du 67 Mal etwas tust, das können 67 Tage sein, das kann 67 Mal etwas hintereinander sein, dann sagt es, ist eine Routine entstanden, dann ist ein Netzwerk verknüpft und dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Nur zeig mir doch mal wirklich Akquisiteure, junge Akquisiteure, die sich 67 Tage hinsetzen und eben nichts anderes machen, als mit fairer Kommunikation Kunden, Bestandskunden, Neukunden anrufen. Ist denen doch allen zu viel. Ja. Muss ich gestehen, als ich mal angefangen habe mit Vertrieb, ne? Da war es mir auch zu viel. Also dieses, ich hatte echt meine Schwierigkeiten, mich täglich dahin zu setzen und genau diese Disziplin aufzubringen, bis sie mir, naja, positiv eingetrichtert wurde. Steffen, auch das verstehe ich, auch das ist völlig menschlich. Aber es gibt auch dummerweise. Ist dieses Spektrum im Vertrieb, dass eben Menschen aus einer ganz anderen, erinnere dich, als ich vorhin sagte, nur weil ich mal Arzt werden wollte, kann ich jetzt nicht in die Uniklinik gehen und im OP alle zur Seite schieben, ja, und sagen, ich mache das jetzt. Im Vertrieb geht das dummerweise. Im Vertrieb sagen die Leute, hey, du kannst sprechen, du bist mutig, bist sie fleißig, komm, hier hast du eine schöne A4, ja, whatever, sieh zu. Und dann stellen die Menschen fest, ey, das ist doch ein Job, das ist doch hart. Das, was ihr da draußen macht, als professionelle Vertriebler, und ich bitte euch, das auch so zu sehen und euch auch Verkäufer zu nennen, das kann nicht jeder. Und wenn es nach mir geht, soll das auch nicht jeder. Ja. Weil das ist wirklich schwierig. Es ist anstrengend. Wir müssen alles sein. Wir müssen Therapeuten sein, Psychologen sein. Wir müssen Boxer sein. Wir müssen Mentoren sein. Wir müssen Mediatoren sein. Wir müssen Beichtväter sein. Und wir müssen noch immer das wirtschaftliche Ziel von uns selbst oder vom Unternehmen im Blick haben. Das soll nicht jeder. Glaub mir das. Ich denke immer, wenn ich Menschen trainiere, dann sage ich immer, ein Glück, dass ihr faul seid. Weil wenn ihr noch zum Kunden gehen würdet, der würde da auch noch alles kaputt machen. Ja, geiles Zitat. Das schreibe ich nachher in einem Post über dieses Live. So, lieber Holger, ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet. Vorher aber noch mal ganz kurz an euch da draußen, wenn ihr jetzt Fragen habt, wenn ihr gerade neu dabei seid an Holger Röhr, dann haut die hier bitte raus. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann dürft ihr auch zwischendurch gerne mal hier auf so ein Like oder auf so einen Klatschen-Button drücken. Und ansonsten stelle ich jetzt erstmal weiter meine Fragen. Denn was ich super, super interessant finde, ist, du hast mal berichtet in einem Post oder einem Video, ich weiß nicht, davon, dass wenn ein Unternehmen dich anfragt, dann gehst du da erstmal den ersten Tag hin und dann schaust du dir da ein paar Dinge an. Und das würde mich mal interessieren, wenn du das mit uns teilen magst. Wenn du jetzt in so ein Unternehmen kommst und sagen wir, da ist ein Vertriebsmitarbeiter, eine Leitungsfunktion, wo guckst du als erstes hin oder welche Dinge guckst du dir besonders an? Das fände ich mal super spannend. Zeige ich dir, wenn ich hier blätter, ein bisschen unhöflich. Kriege ich das Heft eigentlich? Mein Lieblingskollege, das nennt sich Verlauf. Dieses Heft, ja, ist 300 Seiten dünn, ja? Ja. 300 Seiten. Und das bekommen Kunden, die mit mir arbeiten. Das ist ihr persönliches Workbook, ja? Ja. Das ist nicht wie betreutes Vorlesen, sondern da sind knallharte Inhalte, Fakten über Vertrieb und wie man Kunden gewinnt. Ja, und ich wollte dir gerade auch eine Folie zeigen, worauf ich schaue. Okay. Ich kann es dir aber auch sagen. Das war denn jetzt ein Nein. Nein, ich kann es dir auch sagen. Nee, das Buch kriegst du nicht. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Das kannst du kaufen. Okay. Worauf ich achte, ob und wie und mit wem ich, warum auch immer, zusammenarbeiten will. Das Erste, warum ich mir das genau ansehe, ich bin 54, okay? Ja. Und ob ihr es glaubt oder nicht, wenn man etwas jünger ist, ja, ob ihr es glaubt oder nicht, die Lebenszeit ist tatsächlich endlich, ja? Und das, was wir essen, ja,
das kommt hinten wieder raus. Wenn wir Scheiße essen, kommt auch Scheiße hinten raus. Ich habe neulich noch beim Vortrag gesagt, ich wundere mich immer, gerade Männer, die kippen 1 Liter Öl für 35 Euro ja, in ihre Maschine da und sagen, damit der Motor richtig schön geil läuft. Und dann fahren sie mit der Karre zu McDonald's und fressen Scheiße ja, und wundern sich, dass ihre Leistung nach unten geht. Ja. Also du musst tatsächlich, und hör genau zu, weil da meine ich tatsächlich so, und nicht seitdem ich erst 13 Jahre in Los Angeles am Strand meinen Yoga-Retreat mache, Body, Mind and Soul ist das Einzige, was wir haben. Wir haben nur einen Körper, eine Rübe und ein kurzes Leben. Ja. Und wenn du nicht selber mit deiner Lebenszeit und mit deiner Gesundheit gut aufpasst, ja, dann verkürzt du das in die eine oder andere Richtung. Also du musst schon deine Rübe füttern mit guten Ideen, was wir heute machen, ja. Du musst schon deine Rübe füttern mit vielleicht auch mal ein Buch lesen, anstatt 23 Tage Netflix gucken. Und die, ja. Die Lebenszeit, die eben nicht wiederkommt, die für mich aber extrem für euch auch kurz und wertvoll ist, ich überlebe mir genau, mit wem ich die verbringe. Ich habe durchaus schon Kunden oder Engagements angenommen, da habe ich mich nachher gefragt, was waren das jetzt? Warum hast du das gemacht? Das scheint irgendwie null zu interessieren. Und dann kommt man so dahinter, ja, die waren dann da, weil die hatten noch Budget und die sollten mal wieder irgendwie so ein Training machen. Und dann saßen die da halb gelangweilt, ja, und dann haben sie im Grundsatz auch nur gestört. Also das hat doch null Impact, null. Also will ich erst mal wissen, was sehe ich in den Augen von Steffen, wenn wir uns, und ich will euch mal eine Übung geben, und diese Übung ist ziemlich, die dauert nur 5 Minuten. Geil. Und für diese Übung brauchst du nichts. Und diese Übung ist so schwierig und so komplex, dass die meisten im Vertrieb echt verkacken. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen oder wir haben auch gehört, dass Iris zum Beispiel sagte, sie hätte so eine, sie schreibt ja wörtlich in meiner Wahrnehmung. Okay? Ja. Und manchmal ist die Wahrnehmung falsch. Manchmal denke ich, bin jetzt Single, ich habe mich von meiner Freundin getrennt, aber manchmal denkt man so in der Paarbeziehung, ah, ich glaube, ich weiß, was der andere fühlt oder ich glaube, ich weiß, wie es ihm geht. Warum ist das wichtig zu wissen, wie es dem anderen geht? Warum ist es wichtig, darüber nachzudenken, was sind meine empathischen Fähigkeiten? Naja, weil du hast ja auch mal einen fremden Kunden vor dir und es wäre doch ganz interessant, mal herauszufinden oder herauszufühlen und möglichst treffergenau, wie es dem gerade geht. Ja. Setzt euch mal mit eurem Partner, mit einem Freund, vielleicht sogar mit einem Mitarbeiter, von dem ihr glaubt, ihr kennt den ganz gut. Setzt euch gegenüber, von mir aus ist ein Tisch dazwischen oder setzt euch in Schneidersitz und guckt euch 5 Minuten an. Guckt euch nur 5 Minuten an. Nichts sagen. Nichts sagen. Nur angucken. Und überlegt mal ganz genau, was fühlst du denn gerade? Klar ist das schwierig, weil wir wollen immer sofort in die Lücke springen. Bröhr hört auf, was zu sagen. Ich will sofort in diese Lücke und auch was sagen. Der Kunde hört auf zu sprechen. Ich will sofort in diese scheiß Lücke reinspringen, ja? Nehmt euch doch mal zurück. Setzt euch gegenüber. Guckt euch mal an. Was glaubst du, wie schwierig das ist? Und plötzlich, wenn du dich zwingst, mal genau hinzufühlen, dann kommen ganz lustige Ideen. Dann kommen ganz lustige Gefühle. Und das musst du auch im Vertrieb lernen. Du musst erst mal gucken, dich zurückzunehmen. Willst du den anderen? Verstehst du den anderen? Hast du Bock auf den anderen? Erst mal warte doch mal einen Moment. Rechnung schreiben wollen wir alle, können wir auch alle, aber von wem? Was funktioniert am besten? Wenn wir tatsächlich einen guten Deal machen, wenn er will und wenn ich will. Die meisten haben ihre empathischen Fähigkeiten nach der Geburt abgegeben oder aberzogen bekommen. Setz dich mal, ich weiß gar nicht, hast du Frau, Freundin, was hast denn du? Freundin und Tochter. Sehr gut. Setz dich mal, weil gerade Väter-Töchter-Beziehung oder mit deiner Freundin, setz dich mal so gegenüber und dann könnt ihr nachher mal fragen, was hast du denn gefühlt? Wie ging es dir denn dabei? War das vielleicht sogar ein unangenehmes Gefühl? Oder war das tatsächlich, dass du gefühlt hast, wir sind Soulmates? Oder war das einfach echt anstrengend, weil ich wollte was sagen und ich habe mich in der Stille total unwohl gefühlt? Ja. Weißt du, wenn du das nicht mal hinkriegst, wenn du nicht mal 5 Minuten deine Fresse halten kannst und dich auf den anderen konzentrieren, was will der Kunde und kann ich ihm das überhaupt geben und will ich ihm das überhaupt geben? Und das mache ich mit jedem Kunden. Ich will erst mal hinfühlen und will erst mal genau wissen, habe ich den Rest meiner Lebenszeit Bock, mit dem zu verbringen? Ja. Mach die Übung mal. Ist lustig. Was passiert. Werde ich meiner Tochter morgen aufzählen. Setz dich da mal hin, mach mal dein Handy aus und guck mir mal 5 Minuten in die Augen.
Ja, die ist 17. 5 Minuten Handy aus. Aber wir werden es versuchen. Wir werden es versuchen. Genau. So, das ist dein Check quasi, ob du mit jemandem zusammenarbeiten willst. Ne? Naja, mein Check ist, dass ich wissen will, was die von mir wollen. Okay. Ja. Was wollt ihr von mir? Wollt ihr wirklich? Ich habe gerade ein großes Projekt in Hamburg, da bin ich ziemlich stolz drauf, weil nach dem 6. Tag, ja, wir haben 18 Tage zusammen, nach dem 6. Tag sehe ich in den Augen, dass wir wirklich alle Bock aufeinander haben. Das macht riesig Spaß. Ja, Ja. ich sehe richtig, dass sie sagen, Mensch, ja, Bock, ich will das ausprobieren. Na klar, waren am Anfang Widerstände. Ja, der will mir nur was verkaufen. Warum sitze ich hier? Ja, bla bla bla. Aber wir haben es alle geschafft. Ja, ich habe mich wohl wissentlich für die entschieden. Trotzdem bleibt so ein Restrisiko, ja, dass du ein paar Tage verdödelst und die einfach nicht trainierbar sind, weil die nicht wollen. Okay, ich gebe dir gleich noch ein Beispiel, woran du es noch erkennst. Aber ich will sehen, sind die Feuerflamme Leidenschaft? Haben die einfach Bock, durch mich vielleicht nicht nur Impulse zu bekommen, sondern auch eine Form von Abkürzung oder Systematik? Ja, finde ich ja super spannend. 18 Tage. Ja. 18 Tage Training und dann, boah, da Kannst du würde gar ich. nicht, hältst du gar nicht durch, hast du gar kein Wissen für 18 Tage, ne, Steffen? Nee, ist so, ich müsste Chefs und Lieben machen. Lassen Dann muss ich dir doch mal meine 350 Seiten leihen. Dann kannst du davon ein paar vorlesen. Dann hast du wieder einen Tag durch. Ja, erstmal, also ganz kurz einmal, vielen Dank für deine Offenheit, vielen, vielen Dank für euer positives Feedback, was hier gerade in die Kommentare dazwischen noch kommt. Aber da würde ich gerne bleiben, weil du sagst, du wolltest dazu noch was sagen, das finde ich super spannend. Also mich würde auch mal tierisch interessieren, wenn du so ein Projekt angehst, was in welchen Ja. Stellschrauben guckst du dir an oder was? 18 Tage, was macht man da? Beispiel jetzt. Du kannst tatsächlich habe ich so eine Überschrift wie, ich möchte, dass es allen in diesem Training, alle in diesem Coaching, ich möchte, dass es denen gut geht. Und ich sage das nochmal, weil das hört sich ziemlich fremd an oder ziemlich, ich möchte, dass es euch gut geht. Und dann gucken die, sagen, wie machst du? Dann sage ich denen, schau mal, ihr macht einen wirklich anstrengenden Job. Ihr sitzt jeden Tag an einer Form von Kommunikationsmittel, also sei es jetzt irgendein Screen oder Telefon oder Headset, und euer Job ist es, Kunden zu holen und zu halten. Mal geht es um Produktverkauf, mal geht es um Lösungsverkauf, ja, aber das ist unfassbar komplex. Das sind alles unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Nöten auf der anderen Seite. Ja, und wir alle stehen schon morgens auf. Wir haben alle so eine liebgewonnene Routine, die heißt, wir stehen auf derselben Bettseite auf, dann gehen wir erstmal Pipi machen, dann gucken wir uns noch ein bisschen unser Handy an, sind schon wieder schlecht drauf, dann machen wir die Tasse Kaffee, fahren auf dem gleichen Weg, was weiß ich, den wir immer fahren, nach Hause, zur Arbeit, haben uns das schon so ein bisschen eingegroovt, ja, und dann nehmen wir einen Hörer in der Hand und wir wissen, es ist eine 50-prozentige Chance, dass der nächste Call scheiße wird. Ja. Also ja, wir sind ja anders als Handwerker. Ja, wir sind ja anders als Maler, der dann sofort ein gutes Ergebnis sieht. Und wenn er nach Hause fährt, nimmt er die gemalte Wand ja nicht mit nach Hause. Das, was wir tun, ist Extrembelastung. Das ist Hardcore. Und ich möchte den Menschen sagen, dass ich weiß, wie es denen geht, weil ich da oft genug war. Aber ich möchte auch, dass es denen gut geht. Und dazu gehört, dass ich den Schlüssel, Instrumente, Werkzeuge und Wege aufzeige, um ihren Job nicht ganz so verkrampft zu sehen. Okay? Also nicht ganz so komplex, nicht ganz so schwierig und nicht ganz so, oh, Hilfe, Akquise. Ach, wenn ich das Wort schon höre, ich mache keine Akquise, ich bin mehr im Consulting. Ja, dann denke ich ihm, ach komm, hört doch auf. Die Putzfrau ist bei euch in der Akquise. Die ist genauso Botschafter, weil wenn euer Scheißhaus dreckig ist und da mal ein CEO hingeht, weißt du, was der glaubt? Der glaubt, dass ihr auch Scheißqualität liefert. Jeder im Unternehmen ist Kommunikation, Akquise, Kunden holen und halten verantwortlich. Nee, ich mach keine Akquise. Ich sitze angestrengt am Telefon, bis das klingelt. Und wenn er klingelt, dann berate ich die Leute so lange, bis sie woanders kaufen. Ah, cool. Das ist ja auch Kunde droht mit Anruf oder mit Auftrag. Das kenne ich auch von früher aus dem Unternehmen. So, ich habe eine Frage vom Wolf Dieter. Sind bei deinen Klienten auch kleine Unternehmen mit etwa 2 Vertriebsleuten dabei oder eher nur größere Firmen? Eher größer, also mittelständisch ab 500 aufwärts oder Konzernstruktur.
Okay, klare Antwort. Wolf-Dieter, also wenn du noch eine Frage hast, hause raus, solange wir den Holger noch hier haben. Genau, okay. So, mein lieber Holger. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Obwohl, warte, jetzt kommen ja noch ein paar Kommentare. Angst vorm Auftrag, danke. Danke. So, sehr gut. Die Sina bedankt sich hier. Danke euch, ich bin seit Juni wieder im Sales. Braucht ihr heute mal diesen Pep-Talk. Ein Pep-Talk, Holger. Das ist auch Sina, ein gutes Stichwort. Sina und alle, ihr lieben Zuseher, Zuschauer, unsere Rübe ist ziemlich einfach. Unsere Rübe kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Fantasie. Also man kann sich tatsächlich einreden, man kann nicht einschlafen, dann schläft man nicht ein. Man kann sich auch mit ganz simpler Autosuggestion ans Bett legen und sagen, hey, ich bin jetzt müde und ich schlafe ein. Man kann sich auch den ganzen Tag einreden, hey, mein Job ist scheiße, weil ich bin im Sales. Oder mein Job ist scheiße, weil ich muss Akquise machen. Du kannst die Begriffe auch mal tauschen und kannst sagen, du bist der Wichtigste, du bist der geilste Typ im Unternehmen, weil du kannst mit deiner Unternehmenskommunikation nur mit der Macht, nur mit der Wortwahl, 98% aller Menschen vergessen, denken darüber nach, was sie sagen und nur 2%, wie sie es sagen. Und diese 2% sind die Erfolgreichen. Du kannst mit 2% Kommunikationsunterschied dir die Taschen voll machen, dein Unternehmen retten und bis mittags irgendwie 3 Deals holen. Ihr seid nicht im Sales, ihr seid nicht im Consulting, ihr macht doch keine Akquise, sondern ihr unterhaltet euch mit Menschen, okay? Und das ist ein Produkt, eure Stimme ist euch mit 2 oder 3 geschenkt worden. Macht doch mal was draus. Haut nicht langweilige Scheiße raus mit Copy und Paste, nicht, denkt darüber nicht nach. Ja, genau, das ist ein Business Development, das ist auch das Allergeilste. Ich verstehe das alles nicht, ey. Ich bin Business Developer worldwide, AMEA, in Import, Export, Inbound, Outbound, aber mit Vertrieb habe ich nichts zu tun. Ich developer Business. Aber verkaufen soll trotzdem. Verkaufen soll ich auch. Ja, ihr macht Kommunikation und denkt nicht darüber, was ihr sagt, sondern wie ihr das sagt. Weißt du, ihr wollt auch nicht langweilig angequatscht werden. Guck mal, wenn du zu einer Frau abends in der Disco sagst, morgens um 2 Uhr, weil es schon spät ist und du willst nicht alleine nach Hause gehen, ja, klar kannst du hingehen und kannst sagen, hey, hast du Bock, mit mir nach Hause zu gehen? Hey, hast du Bock, mit mir nach Hause zu gehen? Du kannst es aber auch anders formulieren. Du kannst doch sagen, weißt du was, ich bin gerade von da drüben rübergelaufen und ich, ganz ehrlich, ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ich bin nicht so der Mutigste, aber ich sag's dir ganz ehrlich, es ist 2 Uhr morgens und ich bin schon eine ganze Weile Single. Und ich nehme jetzt allen Mut zusammen, dich anzusprechen, weil ich habe echt das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich es nicht tue, verpasse ich was. Hier ist meine Idee. Überleg dir einfach, ob du Bock hast, mit mir 10 Minuten noch irgendwo was zu trinken. Ich gebe dir meine Nummer, entscheide selbst, okay? Es ist doch im Grundsatz das Gleiche, aber es ist doch verdammt nochmal wesentlich ehrlicher. Und jetzt überlegt mir, wie ihr angesprochen werden wollt. Und das Einzige, was ich gerade gemacht habe, ich habe nicht überlegt, dass ich etwas sage, was ich sage, sondern wie ich es hätte, wie ich es sage. Ja. Ja. Sehr schön. Ich würde mit dir. Ja, immerhin hast du Glanz in deinen Augen, mein lieber Steffen. Sieht man, ne? Ja, das sieht man. Voll durch. Ich wette die anderen Zuschauer hier auch, wir kriegen ja auch dementsprechende Kommentare. Wir haben jetzt tatsächlich letzte Chance, wir kommen so langsam zum Ende. Wenn ihr noch eine Frage habt an Holger, haut die raus. Jetzt haben wir noch hier. Ich verrate euch ein Geheimnis. Ich habe ein neues Business-Hemd. Ich habe ein Hemd gefunden, das hat 40% Elastan. Das ist jetzt ganz neu. Das ist total geil. Kannst du das sehen? Ja, so ein bisschen, aber nicht. Da müsste ich dich hier, warte, ich kann dich mal aufstellen. Das ist richtig geil. Kann man das sehen? Das macht so... Das ist fast so ein bisschen wie, naja, ich freue mich darüber. Oh, bist du noch da? Ah, sind wir jetzt alleine? Ja, ich bin auch da. Ich wollte nur, dass man deine Hemdpracht bewundern kann. Ach so, okay, ja. Muss man ja auch mal sagen, weil es geht ja darum, man soll sich ja im Vertrieb so kleiden, nicht für den Job, den man hat, sondern für den Job, den man haben möchte. Ja? Insofern muss man immer ein bisschen, immer ein Schnaps drüber sein. Danke, ich sehe das genauso. Die Chefetage zählt allerdings nur ausgehende Mails. Du hast mich motiviert, meine Technik zu bleiben. Gut, Sina, das freut mich. Da haben wir einen heute, da haben wir das Hemd für die Leute aus der Muppi. Nee. Ich finde das aber schön.
Ich habe zwar eine Haushälterin, die bügelt ganz gerne, die bügelt seitdem sogar die Unterhosen von meinem Sohn, weil er eigentlich nichts zu tun hat, der alte verwöhnte Rotzlöffel. Ja, aber ich finde es schön. Ich finde es auch schön. Also es sieht bequem aus. Sieht gut aus. Ja, es ist auch total. Wirklich, und es macht doch keine Falten. Das ist noch besser. Das ist noch besser. Sag mal, hast du ein Kurzärmel gesehen, dann? Steffen, hast du Kurzärmel? Nee, ich habe hochgekrempelt. Ach, ich kenne das. Kellner. Gut. Kellner-Look hier. Aber hier ist es zu warm für lange Ärmel heute. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hier, ich hab auch ein bisschen. Ja, so ein Elastanien kannst du gar nicht hochkrempeln. wenn man nicht rotzig. Guck mal, 300 Seiten, ja. Ich mache aber, wer hat's vorhin gefragt, ja. Wir werden aber diese 300 Seiten verfilmen, natürlich als kleinen Videokurs für Unternehmen, die 2-3 Sales haben, weil die können mich nicht bezahlen, das wäre unanständig, ja. Aber ich will trotzdem, Claudia, danke dir. Aber ich will trotzdem, sagen wir mal, mein Wissen auch schneller ein bisschen teilen, sodass wir diese 350 Seiten produzieren. Die sind in 36 Module aufgebaut und die hauen wir demnächst raus. Geil. Genau, mach mich mal zum Hemden-Influencer. Für dich auch, Steffen, das habe ich dir noch nicht gesagt, aber wir produzieren die gerade. Also das, was ich sage, sag ich dann etwas leiser. Ja. Aber in 36 Module vom ersten Pitch, Mindset bis zum Rechnungsschreiben. Ach so, das kann ich wenigstens mal zeigen, weil ich habe so viel Zeit. Steffen, so viel Zeit muss sein. Auf jeden Fall, du. Auf jeden Fall. Oder quengelt deine Tochter schon? Hast du noch was vor? Oder? Ich bin wahrscheinlich dein erster Kunde. Ich zeige dir das mal eben. Ich nenne das Kommunikationsuniversum, wenn du so willst. Das ist praktisch. Ich mach dich mal auf voll. Ja. So, das könnt ihr jetzt sehen. Ja, das ist mein Kommunikationsmodell und das ist runter oder sag mal aufgebrochen in 36 Module. Ja. Und diese Module, die fangen hier oben bei 12 Uhr an und gehen dann so im Uhrzeigersinn. Und jedes Modul hat so eine Trainingstiefe von 1-2 Tagen. Und mir war völlig klar, dass das nicht jedes Unternehmen bezahlen kann oder will. Aber ich habe mir überlegt, Mensch, es ist nun mal mein Ansporn oder so viele es geht, über die Zielgerade zu bringen. Also habe ich gesagt, ich muss diese 36 Module so auf 10 Minuten pro Modul runterbrechen, ja, die Essenz als Video produzieren und euch dann zur Verfügung stellen. Und dazu gibt es dann auch das Workbook, Steffen. Das heißt, es gibt einmal diese 350 Seiten plus 36 Videomodule. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern soll darum gehen, dass ihr wirklich, und darauf müsst ihr und dürft ihr stolz sein, egal was Kollegen sagen, egal was der Chef sagt. Denkt darüber nach, nicht was ihr sagt, sondern wie ihr es sagt, und ihr werdet mit eurer Kommunikation noch mehr Erfolg haben. Trotzdem müsst ihr alles tun, um den Kunden zu holen und zu halten, ob das 10, 50 oder 150 Calls sind. Ich kann euch aber versprechen, ohne Steffen und ohne Holger werdet ihr sowieso besser, weil eure Rübe entwickelt Strategien, einfach besser zu werden. Es gibt keinen Typen auf der Welt, der vom Bücherlesen blöder wird oder vom Sportstudio schwächer. Ihr müsst es nur jeden Tag tun und ihr werdet automatisch besser. Ja, absolut. Stimme ich dir zu. Hier kommt noch die Frage, ab wann es den Kurs geben wird. Kannst du dazu eine Info geben? Naja, wir sind jetzt bei der Hälfte der Videoproduktion. Ja, ich überlege noch, für wie viel Kohle ich das raushaue. Ich mache so ein Bundle mit dem Buch. Also es wird die 350 Seiten geben und dann kann man zu jedem Modul, hat man immer Bilder dazu, ne, weil das eben einfach mehr Impact hat, wenn du noch visuelle Eindrücke hast. Okay. Also wir arbeiten so schnell als möglich. Okay, also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann auf jeden Fall Holger folgen, mit Holger vernetzen. Wer von euch, wie kontaktiert man dich am besten, wenn man in deiner Zielkundenrange ist? Mit Freundlichkeit kontaktiert man mich. Also bei LinkedIn ist zu 90% ist meine, sag mal, Business-Kommunikationsplattform. Ja, also ich glaube, ich schreibe da mehr E-Mails drüber als sonst. Ja. Ja, da haben wir jetzt tatsächlich auch wenig drüber gesprochen. Vielleicht musst du nochmal wiederkommen, Holger. Aber genau, du, mein Lieber, wir haben jetzt 54 Minuten rum. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass du hier warst. Ihr lieben Zuschauer, vielen, vielen Dank für eure Beteiligung hier, das war super, davon lebt das Ganze. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne nochmal ein Like da oder gerne auch einen Kommentar. Und lieber Holger, wenn du möchtest, würde ich dir gerne das letzte Wort hier überlassen mit deiner Message, wenn du nochmal was rausknallen möchtest.
bedanke mich schon mal, dass du hier warst. Als ich mit 40 anfing, tatsächlich Psychohygiene zu betreiben und zu sagen, hey, weißt du was, nochmal, das Leben ist endlich, fragile, ja, wenn ich Pech habe, scheiße ich mir in 20 Jahren in die Hose und muss Windeln tragen und bin am Rollator. Und dann habe ich nochmal über meine Kommunikation nachgedacht und habe gesagt, weißt du was, ich sage, was ich meine, meine, was ich sage, umso eher hat das Gegenüber und umso schneller kann das Gegenüber im privaten und im beruflichen Bereich sehen und entscheiden und hoffentlich fühlen, wer ich bin und was mein Angebot ist. Weil ich möchte nicht deine Zeit stehlen oder meine verlieren. Und der gleiche Grundsatz gilt auch beim Kunden. Denkt an den Kunden, denkt dran, hey, ihr macht ein faires Angebot, seid ganz ehrlich, seid ganz straight, seid ganz klar. Ihr macht einen Höllenjob, das ist mega anstrengend. Hört auf, eine Rolle zu spielen, das will niemand. Das ist auch erkennbar, weil all diese miesen Rollen gibt es da draußen schon. Also seid einfach ehrlich, sagt, was ihr meint, meint, was ihr sagt. Und auch ohne Webinar, auch ohne Trainer und Coach werdet ihr eh besser, wenn ihr einfach nur nochmal genau hin euren Job macht. Und jeder als Unternehmer und jeder, der im Sales ist, in der Kommunikation ist, ist euer Job ist, die Summe aller Maßnahmen, einen Kunden zu holen und zu halten. Das müsst ihr tun. Abschließend Erfolg. Vielen Dank, lieber Holger. Gerne geschehen. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Und wir sagen einmal Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.